Neue Folge Anno 2205 bei den Spielkindern. Ich bin Dennis, hallo, ich begrüße euch und zwar zur vorerst letzten Folge von Anno. Das mag ein Schock sein für den einen oder anderen, aber euch kann ich beruhigen, wenn ihr wahre Fans dieses Let's Plays wärt, dann wüsstet ihr schon seit einigen Folgen, dass es zu Ende geht. Denn das habe ich ganz oft gesagt und habe euch damit schon genervt fast. Jetzt ist es wirklich vorbei, das hier ist die letzte Folge und was für ein Sauwetter. Und ich bin schuld. Ja, ich habe letztes Mal die Klimastabilisator. Gegenmaßnahmen empfohlen. Klimastabilisator so ein bisschen kaputt gemacht. Da müssen wir uns jetzt drum kümmern und dafür brauchen wir Mikrochips. Aber nicht nur dort, sondern auch hier in Whitewater Bay brauchen wir... So heißt das doch, oder? Whitewater Bay, ja. Brauchen wir Mikrochips. Überall brauchen wir Mikrochips. Nicht übel. Um die Sektorprojekte voranzutreiben. Allerdings hat die Sache noch einen Haken. Der baut ja echt jetzt hier seinen Laden wieder auf, ne? Jetzt ist hier überall wieder Licht und so, wie früher. Das ist schon ganz geil irgendwie. Befestigen Sensordrohne. Wo ist er denn? Da. Ach ja, das Lustige mit der Sensordrohne rumfahren und Sachen bergen. Das macht immer Spaß. Folgen Sie dem Drohnensignal. Achso, nee, aber bevor ich das mache, muss ich noch mehr Mikrochips liefern. Neue Route, Mikrochips von hier nach dort. So. Verbindung wird hergestellt. Dann läuft das nämlich auch. Weil ich muss oben in, im Kinguide-Protektorat muss ich 10 Minuten lang einen so und so hohen Überschuss von Mikrochips haben und da ich die ja da nicht herstellen kann, ist ja in der Arktis und das geht ja nur in der gemäßigten Zone, muss ich die ja von irgendwo anders holen, notgedrungen. Deswegen schicke ich die durch die Gegend, ich hatte aber nicht mehr so eine hohe Produktion da. Guck mal, hier ist auch gleich das nächste von diesen versunkenen Gebäuden. Es ist also gar nicht nur eins. Habe ich euch angelogen. Es sind drei, weil wahrscheinlich drei Stufen von dieser Quest. Wow, beeindruckend. Wo sollen sie hin? Zum Lagerhaus. Gibt ja immer mehrere mögliche Ablieferorte hier. Soll zum Hafen sozusagen. Oh, guck mal, da läuft so ein kleiner Alien-Gedächtnis-Frachtroboter. Ist ja cool. Sogar ziemlich genau der aus Aliens, also aus dem zweiten Alien-Film. Sehr nett. Na prima. Dann kannst du dich ja gleich noch um das hier kümmern. Logistikbilanz. Da müssen wir jetzt wieder Logistikzentren bauen. Ohne Ende. 69. 69. Lustig. 119. Wie viel? 200. Können wir hier noch was rausholen? Da geht noch was. Hätte ich doch eben 200. Ja. Passt. So viel Logistik. Das macht Spaß. Und dann tickt das hier runter. Endlich mal wieder ein runtertickender Countdown. Wunderschön. So, dann gehen wir hier hoch. Da haben wir nämlich das mit den Mikrochips auch geschafft. Genau das wollten wir ja. Gute Arbeit. Klasse. Weiter, weiter, weiter. Gib mir neue Aufgaben. Komm schon. Aber vielleicht ist das was für dich? Da hinten, was, wie? Warum ist das jetzt schwierig? Ich muss doch nur einsammeln und wieder zurückbringen. Nur weil der Weg relativ weit ist oder was. Ist ja eine beeindruckende Aufgabe. Aber ich stelle mir mal vor, dass ich an diesem Ort gerade in der echten Natur wäre, ey. Ich wäre so glücklich. Ich bin ja so ein Berge- und Landschaftenmensch, so. Also ich stehe da total drauf. Wenn ich mal vor so einer Bergflanke stehe irgendwo, dann ja, geht mir richtig einer ab. Das ist wirklich schlimm. Also ich genieße das dann immer richtig. Und das ist jetzt landschaftlich hier einfach so schön. Stell euch mal vor, ihr werdet jetzt gerade in Norwegen oder Island oder so, wo es halt so aussieht. Oder Kanada. Und steht hier unten am Wasser an der Küste in einer Eisscholle und was guckt halt hier hoch. Gibst du deiner Doc-Crew nicht mal was zu tun? Wow. Vielleicht können das auch nur Leute nachvollziehen, die schon mal so in den Bergen waren. Da war ich jetzt schon oft genug. Einfach cool. Vor allen Dingen natürlich in den Alpen. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig verstanden habe. Vielleicht kriegst du es ja raus. Implantate. Ja, die Arbeiter brauchen natürlich abends da beim Reparieren auch ein paar Snacks. Deswegen machen wir... Müssen wir natürlich jetzt hier
mehr Neuroimplantate herstellen. 14, 20, na komm, eins mehr geht noch. Jetzt fehlt es natürlich an Molybden. Jetzt nicht mehr. So einfach kann es gehen. Und wir ticken mal wieder 10 Minuten runter. Wart ihr schon mal in den Bergen? So richtig in den Bergen? Also so, wo kilometerhohe Berge um euch rum sind? Und dann wartet ihr wandern oder klettern oder Skifahren? Weil, wenn ja, dann wisst ihr ja, wie unfassbar geil das ist. Also einfach, was für ein Hochgefühl man auch hat, wenn man da... Hochgefühl. Wenn man so weit oben ist und so auf die Welt runterguckt. Das ist schon echt geil. Ich guck mal kurz, ob Missy hier draußen, mein Freund, schon weiter vorangekommen ist mit dem Projekt. Es sieht nicht danach aus. Schade. Gut, dann gucken wir mal in Whitewater Bay vorbei. Wie weit Trenchcoat ist. 3 Minuten noch. Na gut, das können wir aussitzen. Beziehungsweise überspulen. Ich spiele hier praktisch nur noch mit gedrückter Plus-Taste. Sehr schön, wir können mal wieder ein bisschen Zeug einkaufen. Ich mag Kunden, die produziere hier das meiste nicht. Ja, jetzt können wir doch auch einkaufen zum Beispiel. Es ist mir immer ein Vergnügen. Überhaupt kein Problem. So. Schon läuft es deutlich besser, steigt die Einwohnerzahl, weil wir haben jetzt ja zum Beispiel auch die Verjüngungskuren hier im Lager. In Tellyware haben wir immer noch nicht genug. Warnung. In diesem Leben ist man entweder Fisch oder Hai. Ich dachte Fleisch. Fisch oder Fleisch. Könnte man auch machen. Oder Gemüse. Manche Leute sind auch ein bisschen wie Gemüse. Ja. Mehr so wie Karotten als Fisch oder Hai. Es gibt genug Leute, die sind eher wie eine Karotte als wie ein Hai. Astrein. Bis auf die Tatsache, dass sich die Lage inzwischen geändert hat. Der hat aber auch immer nur denselben Spruch. Ständig ändert sich bei dem die Lage. Okay, wir brauchen Ingenieurschiffe. Die Frage ist doch jetzt, warum die ganzen Ingenieure erstens auf Schiffen sitzen und zweitens über die gesamte Karte, auf der nichts weiter ist, außer meine... Wo müssen die denn hin? Versunkenes Gebäude. Okay. Versunkenes Gebäude ist wo? Da ist Versunkenes Gebäude. Ja, warum die überall sind, nur nicht bei meiner einzigen bewohnten Insel hier, weil ansonsten ist ja hier nicht viel in diesem Gebiet. Außer noch dieser freie Händlerhafen hier hinten. Aber hier sind sie ja auch nicht. Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Super. Super, super toll. Hat er angedockt. Andocken, genau. Und wieder zurück zum nicht? Oh Mann, achso, der war schon angedockt. Tut mir leid, tut mir leid. Ich hab's falsch interpretiert, die Farben. Das kann schon mal passieren. Ich kann ja auch nicht alles können. Wobei ich schon ziemlich viel kann, aber auch nicht alles. Hab meinen Teil der Abmachung erfüllt. Juhu! Aber häng's nicht gleich an die große Glocke. Trenchcoats zweites Lagerhaus. Springt auch anständig was dabei raus. Und noch eine Stufe. Na gut. Schleppen Sie Ingenieurschiff zu versunkenen Gebäude. Oh, guck mal, Ingenieurschiff direkt an meinem Hafen. Das ergibt sogar inhaltlich Sinn. Danke, liebes Spiel. Das Schiff kann aber auch nicht viel langsamer fahren, oder? Sieht eigentlich sein Kahn hier immer noch genauso aus, ja. Finde ich aber ganz nett, dass jetzt hier wieder alles leuchtet. Und, bisschen mehr wieder aussieht wie in 2070. Weil auch alles so neonreklamig war. Das nicht. Hier ist versunkenes Gebäude. Da fahren wir doch hin. Da, wo die Möwen über dem Wasser schweben. Und fliegen und sich drehen. Und das letzte ist hier. Das macht diesmal wirklich Sinn. Die sind direkt bei meinem Raumhafen und bei meinem Hafen. Ja. Ich finde auch den Begriff Raumhafen irgendwie fast sinnvoller als Weltraumbahnhof. So heißt es ja auch oft. Ich mal denke, es ist weder ein Hof noch eine Bahn. Weltraum vielleicht. Aber Weltraumbahnhof. Ja, prima. Ja. Dann kannst du dich ja gleich noch um das hier kümmern. Titan, Whitewater Bay. Das muss ich doch jetzt wieder liefern lassen. Ne? Titan ist doch Mond.
Ja. Wie viel? 30? 30 ist eine ganze Menge. Neue Transferroute. Titan. Von da nach da. 30. 30. Genau, und dann gibt es noch eine Titan-Transferroute, die kann ich ja dann einstellen eigentlich, oder? Die kann ich doch hier reduzieren auf 10. Die brauche ich wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ich mache es jetzt mal so. Passt das alles? Achso, die kann ich dann auch löschen. Wenn ich 0 transportieren will, kann ich sie auch einfach löschen. So. Was ist, da oben wollen wir wieder hin. Genau, da müsste jetzt ja eigentlich das vorbei sein. Tatsächlich. Super. Hoffentlich ist dann in meiner Niederlassung in diesem Sektor mehr los. Ja, das war unglaublich. Da wird super viel los einfach sein. Klasse. Meine Stärken liegen woanders, aber vielleicht ist das was für dich. 50 Titan. Das ist doch alles nicht wahr. Es ist doch alles nicht wahr, Leute. Warum brauche ich denn immer gleichzeitig dann dieselben Sachen? Eben waren es die Mikrochips, jetzt ist es das Titan. Na gut. Titan. Haben wir da 10 plus? Dann ist es ja gut, dass ich da 10 plus mir gelassen habe, weil dann kann ich das nämlich direkt nach hier oben liefern. Verarbeite Informationen. Passt. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis so. An bestimmten Gütern. 3, 4, 5, bla, blups. Kann ich mal gucken, wie weit sie hier mit den Arbeiten schon sind. Ja, der möchte ich sein hier oben. Der ist ja sehr mutig. Vor allen Dingen faul. Der steht da nur rum und leuchtet in die Gegend. Wo leuchtet denn der hin? Was wollte er mir damit sagen? Weiß man nicht, ne? Ja, ist schon wieder alles sehr liebevoll gestaltet. Ja, auch mit dem kleinen Drohne, mit der kleinen Amazon-Drohne, die hier gerade Paket liefert. Ja, die neuesten Blu-Rays oder so. Oder Green Rays oder was man benutzt in 150 Jahren. Was, weiß der nicht. Ich wohne da ja nicht. Hälfte haben wir schon, 25. Coolo! Coolio, coolo. Was ist das für ein Auftrag? Ja, das sind immer diese Aufträge, da gibt es dann halt diese, Special-Elemente für oder Special-Rohstoffe. Petrochemikalien zum Beispiel, aber ich habe ja so viele. Ich habe auch genug Iridium und so, also ich ist so, puff. Am Anfang des Spiels sind die ganz gut, diese Aufträge, um die Sachen zu kriegen, weil die braucht man ja für diese Zusatzmodule, die man anbauen kann an Fabriken. Aber mittlerweile habe ich einfach genug davon, dass ich das einfach gar nicht mehr brauche. So. Container haben wir und Klimastabilisator. Dann haben wir hier wenigstens noch die zweite Stufe geschafft. Das ist doch auch schon mal was wert. Gerade rechtzeitig. Wow! Das Klima hier dreht schon völlig durch. Machen wir uns wieder an die Reparatur. Wieso schießen die denn da drauf? Erinnern Sie Mr. Jorgensen da? Die müssen wir was machen hier. Nicht so nachlässig zu sein. Ich will mir gar nicht vorstellen, was die Orbital Watch mit unserer Technologie anrichten könnte. Zack. Kaputt. Hey, wenigstens brennt der nicht mehr. Komm vorbei. Geilo. Genau so macht man das. So, jetzt ist hier aber mal stürmisches Wetter angesagt, meine Freunde. Aber ist das was für dich? Hat sich da jetzt was verändert? Ja, schon ein bisschen, ne, aber weiß ich nicht. Finde ich jetzt so mittelschlimm. Ich brauche Hochsicherheitslabore. Deutlich mehr als ich habe. 1. 2. Energie kostet mich das, ne? Huh? Halleluja. Unterversorgung. Achso, ich habe auch nicht mehr genug. Entdeckt. Nicht mehr genug. Wen hat die Kälte denn da? Die Waren sind unter Metallschaum. Vielen Dank. Können ja auch mal ein paar mehr davon kaufen. Quantencomputer. Dann haben wir die nämlich erstmal. Dann sind die Leute ein bisschen glücklicher und freuen sich. Energieversorgung erhöhen. Damit ich mir die Hochsicherheitslabore da leisten kann. Also energietechnisch leisten kann. Komm schon. Zack, zack. Na, Superlegierung.
Superlegierungen sind super. Vergesst das nie. So, hier kommt noch eins hin und hier kommt noch eins hin. Und dann reicht's aber auch gerade so mit der Energie und so. So, das tickert da jetzt 15 Minuten schön vor sich hin. Super toll. Super geil. Was hier? 2 Minuten noch. Ja, Wahnsinn. Ist doch stark. So. Leg vielleicht mal einen Zahn zu. Ich überleg nur gerade, warum es 2085... Achso, naja, weil halt 15 Jahre noch gedauert hat, bis er da aufgelaufen ist wahrscheinlich. War ja nicht 2070, wo das Schiff gestrandet ist. Da ist es ja noch on the road gewesen. Beziehungsweise on the sea. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ja, ja. Ohne intelligente Kleidung fühlt man sich so dumm, ne? Ich kenne das. Einwandfrei. Mal sehen, wie du dich bei der nächsten Geschichte anstellst. Ein bisschen Iridium Achtung. Einsammeln. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Wo war denn eigentlich das erste? Hier. Boah, 30 Iridium. Halleluja. Sensordrohne. Ach komm. Was soll der Geiz? Das haben wir lange nicht gemacht. Bestimmt schon seit 5 Minuten nicht mehr. Können wir nochmal richtig hier rumschnüffeln. Rumschnüffeln in Wildwater Bay. Volle Kraft voraus. Und wonach schnüffeln wir? Nach Zeug. Schnüffeln nach Zeug. Praktisch ein episches Schnüffelfinale. Koordinaten bestätigt. Für mich schon wie ein richtiger Detektiv. Ein Meeresdetektiv. Verstanden. Dennis Weller, Detektiv der Meere. Klingt nach einem geilen Titel. Könnte man einen Film draus machen. Ich meine, den würde keiner sehen wollen, aber man könnte. Das hat ja bisher noch niemand davon abgehalten, einen Film zu machen. Oh, wo ist das Ding denn? Hier. Wie viel? 3. Zu versunkenes Gebäude. Jupp. Spitzenaktion von dir. Aber dummerweise nicht das Ende vom Lied. 10.000? Boah. Ihr spinnt's ja wohl. Gut, aber erstmal O-Saft. Brauchen wir nämlich auch. Haben wir. 10.000. Na gut, dann besuchen wir nochmal den Mond. Kann man ja auch mal machen in der großen Finalfolge. Und mal schauen, was hier so abgeht. Energieversorgung. Da hatten wir hier 3 Ausbauten. Da können wir noch ein bisschen mehr bauen. Wir brauchen einen Schild mehr. Baue ich den am besten hin. So. Genau. Und dann erweitern wir das nochmal ein Stückel. 8.000. Das wird noch nicht ganz reichen, ne? Dann baue ich einfach noch ein Kraftwerk mehr. Was soll denn das? Ist doch nicht schlimm. Hier kommt noch Kostenersparnis-Dinger ran. Passt. Ja, sehr gut. Jetzt verdiene ich nicht mehr so richtig viel Geld. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe ja noch ohne Ende Schotter. So viel Geld muss man auch erstmal haben. Wo ist denn die Energieversorgung? Das ist die für da oben. Das ist die Energieversorgung, wo ich 10.000 haben muss. Ne? Dann machen wir da 12.000. 12.000. So. Verarbeite Informationen. Dann passt das. Ja, dann läuft das da jetzt auch 15 Minuten vor sich hin. Sehr schön. Hey, du expandierst tatsächlich. Das können wir uns auf jeden Fall noch angucken hier. Niederlassung in diesem Sektor mehr los. Bestimmt ist da bald mehr los. Wir brauchen noch mal wieder ein bisschen mehr Geld durch die viele Energieversorgung. Ist ja auch lächerlich. 10.000 mal eben. Krass. Geht jetzt gerade unser Geld ein bisschen runter. Können wir hier noch ein paar mehr für ein paar mehr Einwohner sorgen.
Das Protokoll sieht in solchen Fällen Folgendes vor. Positive Kreditbilanz. Ich habe 3 Millionen auf dem Konto. Wollt ihr mich jetzt ganz ehrlich anmachen? Wegen ein bisschen kurzzeitigen Minus. Ich glaub's ja wohl. Ihr habt ja auch sonst keine Probleme, ne, Leute? Guck mal, da geht's doch schon wieder, wird doch schon wieder besser. Und schon sind wir wieder bei knapp plus minus null. So schnell kann's gehen. Sie sollten dieses Vorgehen und so weiter. Nee. Sonst sagt sie doch gerne auch mal sowas wie, sie sollten dieses Vorgehen verinnerlichen. Das Wetter wird jetzt aber auch nicht wirklich besser, ne? Ja gut, ich kann es ja auch einfach abschalten, den ganzen Schnee. Weil an sich ist so ein Klimastabilisator ja dafür da, das Klima zu stabilisieren. Sprich, besseres Wetter. Zumindest in unserer Umgebung hier. Aber wir können jetzt hier manuell das Wetter verschlechtern. Das ist natürlich auch mal eine tolle Idee. Wahrscheinlich in der Realität würde das sehr selten benutzt werden, diese Funktion. Schlechteres Wetter. Ist aber eine nette Idee, dass es nicht immer nur dann auch Geld bringt oder irgendwie Rohstoffe oder so. Oder ein Gebäude freischaltet, sondern dass es auch einfach mal so ein nettes optisches Gimmick freischaltet. Finde ich eigentlich auch ganz witzig. Also, ist nicht das Schlimmste, was sie sich hier ausgedacht haben. Der Jorgensen. Immer wieder lobt er mich. Zu Recht. Superkühler. Superkühler. Was waren denn das nochmal für Dinger? Beziehungsweise, wo kriege ich die jetzt wieder her? Das muss ich auch nochmal machen hier, dass ich Energie liefern kann. Superkühler. So, die sind... die kann man in der Arktis herstellen, ne? Dann mache ich das doch direkt. Die sind doch Teil der Quantencomputerproduktion. Kryogeniklabor, Superkühler. I like it. So, da braucht man aber irgendwie alles. Da braucht man Deuterium, den ganzen Scheiß braucht man da. Nicht mehr genug Energie. Ich habe doch hier so viel Energie. Wieso habe ich nicht genug Energie? Achso, wegen der ganzen Dingens. Hier. Die können doch weg. Das können wir noch stehen lassen hier, aber an sich können die doch alle weg. So. Deuterium und Helium, Methan. Methan. Dahin. Logistik kommt auch dahin. Und Deuterium. Haben wir hier noch irgendwo? Da ist ein Küstenbauplatz. Passt. Oh, was sind das für Tiere hier? Robben. Kleine Robin. Sehr schön. Sehr naturmäßig. Ich weiß, es ist ein tolles Adjektiv gewesen. So. Jetzt produzieren wir ja an sich genug davon. Plus 10. Nicht mehr so richtig viel von dem Zeug hier. Ne? Jetzt passt das auch wieder. Dann füllt sich das jetzt hoffentlich hier mal ein bisschen. 3, 4, 5. Haben wir davon noch hier drüben in der Arktis welche? Superkühler. Überschuss vielleicht? Plus 1. Oh, naja gut, aber wir können es ja trotzdem hier mal, können ja hier das mal kurzzeitig irgendwie leeren, da die Lager. Dann geht das hier ein bisschen schneller. Ist nämlich echt eine ganz... Ach komm. Die sollen mal hier einfach alles rüberschießen, was sie haben. Mir auch jetzt egal. Sortiere Daten. Minus 70. Scheiß drauf. Was soll das alles? Guck mal, wie schön schnell das geht. Top. Toppeli top. Und... Here we go. Und dann kann die Route nämlich auch wieder weg. Auf zum Klimastabilisator. Das machen wir jetzt noch hier. Das scheiß Orkanwetter, das will ich jetzt noch sehen.
Das will ich euch noch zeigen. Das bin ich euch schuldig. Verdammt nochmal, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Hoffentlich läuft mit dem Auftrag alles gut. Energiebilanz. Natürlich. 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 Erstmal können wir das hier abbrechen. Das können wir ausmachen. Das kostet ja alles eh nur Energie, die wir nicht haben oder nicht ausgeben wollen dafür. Deuterium-Sieb. Weg, so. Haben wir 800. Was brauche ich? 3000. Und dann für 15 Minuten. Auf deiner Firmenseite steht was mit schnellen Lösungen. Kann ich mich drauf verlassen? Spinnt ja wohl. Was ist hier? Ist das jetzt mal fertig geworden hier mit deinen 15 Minuten? Weil dann können wir ja da die Energie... Nee, brauch noch kurz. Aber die Minute können wir jetzt noch warten. Dann können wir die Energie umlenken nach da oben. 1,44. Naja. Dann warten wir das halt noch kurz. Dumm-di-dumm-di-dumm. Und sonst so? Ist euch auch manchmal langweilig, wenn ihr so wartet auf Sachen? Ja, entschuldigt mal, das ist Smalltalk. Ich versuche hier ein Gespräch zu führen. Könnt mich ja ruhig mal ein bisschen unterstützen. Iridium einsammeln. Nicht übel. Allerdings hat die Sache noch einen Haken. Die Sache hat natürlich einen Haken. Nach bestimmten Verbrauchsgütern. Wo ist denn die Kampfdrohne? Am Raumhafen. Am Weltraumbahnhof. Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So. Sind unterwegs. Dann schießen wir jetzt noch ein paar blöde Schiffe hier ab. Was sind das eigentlich für Leute? Geheimes U-Boot. Das ist so geheim, das hat nicht mal einen Namen. Und wir wissen nicht, von wem es ist. Ich übel. Allerdings hat die Sache noch einen Haken. Nochmal eine Sache für 15 Minuten. Nee, Trenchcoat, ich gebe auf. Ey, ganz ehrlich. Du mal mit deinen scheiß 15-Minuten-Aufgaben hier. Der gibt ja nur so eine Dinger. Na komm, dann machen wir jetzt hier den Orkan. Machen wir noch fertig. Nee. Auch nicht? Ach, wir haben noch gar keinen. No! Ich muss natürlich erstmal noch, damit ich Energie rüber schicken kann. Ja, ich bin ja auch doof. Von da nach da. Ganz viel. Output verbunden. So, es wird natürlich jetzt doof, weil es cool. Du bist natürlich auch hier. Dann kannst du ja mal in meinem Lager vorbeikommen, wenn du magst. Weil die natürlich nicht mehr so viel haben auf dem Mond. Objektprofil wird aktualisiert. Aber ich brauche ja nicht so viele. Ich brauche ja nur einmal die kurz für den Raumhafen hier. Raumhafen-Upgrade wird ausgeführt. Dann müsste das ja eigentlich gehen. 13. Ja, komm. Dann können wir das schon wieder abbrechen hier. Tschüss. Damit mir nicht auf dem Mond die Energie plötzlich ausgeht. So, dann haben wir das. Und jetzt können wir nämlich hier auch die Energie hinschicken, die wir da brauchen. Vom Mond nach da können wir verringern. Noch. Scheiße. So. Verringern wir mal von 17.000 auf 16.000 da unten. Dann haben wir mehr Energie. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Transferroute ineffizient. Wo ist denn die Ursache? Energie? Die Output-Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. 16? Minus 15.000? Leidet unter inadäquater Warenversorgung. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Wieso kann ich das nicht machen? Transferrouten bei null. Ja, weil ich keine Energie hatte. Transferroute leidet unter. Oh, jetzt laber mich nicht voll, ey. Das ist ja anstrengend. Gut, neue Transferroute von Energie. Ursache, Output von Transferrouten bei null. Gegenmaßnahmen empfohlen. Der kann einen aber auch voll schwafeln. Objektprofil wird aktualisiert. Verbindung. Gut, haben wir. Dann ticken wir jetzt die 15 Minuten runter und dann ist das ja hier auch schon gleich fertig.
Und schauen wir uns gleich noch kurz an, wie dann das Wetter in allen Zonen aussieht, wenn das Teil hier komplett repariert ist. Bis gleich. Gleich ist es soweit, der Klimastabilisator ist repariert. Gute Arbeit. Haben wir's. Also eine Stufe noch. Gerade gut gebrauchen. Aber das ist ja meistens eine Aufgabe, Entschuldigung. Kleinen Frosch im Hals. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal die Viertelstunde vorgespult. Das dauert ja dann im Spulen so 2-3 Minuten, glaube ich. Das ist ja, glaube ich, so vierfache Beschleunigung oder sowas. Das war jetzt nicht so schlimm. Ich habe einfach den Finger auf der Taste gelassen. Aber es muss man ja nicht alles zeigen. So spannend ist das nur auch nicht. Yeah, alles klar. Ich würde sagen, da steht er wieder. Sage ist von jetzt an wieder viel genauer. Bestätigt. Sie haben einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität des Erdklimas geleistet. Geilo. Wir sind nicht undankbar. Wenn Sie also gern Anpassungen am örtlichen Wetter vorgenommen haben möchten, fragen Sie mich. Ich frage nicht, mein Freund. Ich mache einfach. So, was soll das jetzt sein? Orkanwetter. Heftige Schneestürme und stürmische Monsune. Da sieht man ja überhaupt nichts mehr jetzt hier. Das ist ja mal richtiges Kackwetter. Das ist ja mal richtig echt Kackwetter. Aber auch wenn Monsun tobt, ja, der Wetterballon hält. Der sitzt dreiwettertaft. Sehr schön. Ja, apropos Wetter, wir gucken mal noch in die Dingszone, in die gemäßigte Zone. Ja, wir können auch einfach nochmal uns verabschieden von unserer Hauptstadt. Du bist ganz allein nach oben gekommen, was? Ins Walbruckbecken zurückgehen. Nochmal Tschüss sagen, nochmal winken. Bis wir es dann vielleicht demnächst irgendwann wiedersehen, wenn der erste DLC rauskommt. Das ist der Tundral-DLC, der kommt, glaube ich, im Februar irgendwann raus. Also in ein paar Wochen, wenn alles gut geht. So, und das ist jetzt heftiger Monsun. Ja, das ist heftig. Sehr heftig. Bin beeindruckt von der Heftigkeit. Na gut, es ist schon ganz schönes Scheißwetter. Also ich möchte jetzt hier eigentlich auch nicht draußen rumlaufen. Gut, dass ich als kleiner Kameravogel über die Stadt schwebe. Ja, mit all den schönen Stadien, die ich hier in der Stadt habe. Wundervoll. Zwei große Stadien. Hier hinten habe ich noch keins gebaut, ne? Ja, hier mein Firmenhauptquartier. Darf man natürlich nicht vergessen. Auch bei schlechtem Wetter die Einfahrt zum Firmenquartier immer voll mit jeder Menge Autos. Wie sich das gehört. Also, wenn ich Straße meine, meine ich natürlich Luft. In dem Luftvolumen über der Straße sind viele Autos. Ach, schön. Ah, das haben wir schon alles ganz schön hinbekommen hier. Guck mal, da fahren die Autos übrigens auch alle wieder nach Hause. Das hat was von City Skylines, dass sie irgendwie abends nach der Arbeit dann alle nach Hause wollen und am nächsten Morgen fahren sie wieder alle in die Gegenrichtung. Verstopfen da die Straßen, die Schweinehunde. Ah, wir sind im Berg drin. Der Berg hat dich verschluckt. Das ist gefährlich mit dem Berg. Ja, das war Anno 2205 mit unserer wunderschönen Riesenstadt, die hier natürlich noch weitergeht. Nur, dass wir hier keine U-Bahn haben. Doch, haben wir hier drüben, aber großer Mangel. Aber nicht auf der Seite, wo sie gebraucht wird, denn da wollen die Leute gerne mit der U-Bahn fahren. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit dem Let's Play. Ihr seid zahlreich dabei geblieben. Das zumindest kann man sagen. Das ist eines der erfolgreicheren Let's Plays bei uns. Und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein, wenn es dann mit den DLCs weitergeht, weil auch wenn ich da jetzt nicht jedes Mal wieder 50 Folgen zu mache, werde ich natürlich reinspielen. Ich werde es mir angucken, ich werde sie euch zeigen. Wir werden ein bisschen drüber quatschen. Ich rede hier so im Video und ihr redet in den Kommentaren, wie sich das gehört. Wie ihr das ja auch schon mal fleißig macht. Macht das bitte weiter. Dürft auch gerne hier unter den in den Kommentaren sagen, ob euch das neue Anno gefällt. Jetzt haben wir ja ein paar Monate zusammen reingespielt. Jeder hat seine Meinung gebildet. Hoffe ich zumindest. Einige haben es selber auch gekauft und gespielt. Wie gefällt euch die Neuausrichtung der Serie? Ich fand's interessant. Ich wünsche mir auch wieder ein traditionelles Anno. Auch gerne im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit oder im, weiß ich was, Kolumbus-Zeitalter.
1400 irgendwas. Kein Problem. Wäre ich voll dafür. Oder 1300 irgendwas können wir auch mal machen. Warum nicht? Auch wieder mit den traditionellen Systemen und so drin. Ich finde aber die Ausrichtung jetzt auch nicht schlecht. Ich hätte mir Konkurrenz gewünscht. Tatsächlich muss ich sagen, dass mir die Konkurrenz durch KI oder durch menschliche Gegen- und Mitspieler jetzt gefehlt hat. Nicht, weil ich so gerne kompetitiv spiele. Ihr wisst alle, dass ich nicht der größte Online-Strategiespieler bin, wenn es um kompetitive Multiplayer-Modi geht. Ich bin da eher schlecht und eher faul. Ich lerne auch nicht gerne irgendwas auswendig und werde auch nicht gerne besser trainiere. Aber mir macht das halt Spaß, so ein bisschen Druck wenigstens zu haben. Und da kann man ja wenigstens eine KI, die man auch mal auf leicht oder auf mittel einstellen kann, wäre jetzt da nicht zu viel verlangt. Ich meine, die gab es ja immer. Das ist jetzt so ein bisschen schade gewesen. Finde ich persönlich, ist aber auch mein Hauptkritikpunkt. Ansonsten, das Spiel ist super motivierend, macht super Spaß, ist extrem hübsch. Also, da überhaupt kein Zweifel. Alles funktioniert einwandfrei, greift gut ineinander, macht süchtig. Ich habe jetzt hier mit meinem Privatspielstand zusammen bestimmt 70, 80 Stunden gespielt. Es hat großen Spaß gemacht. Mir zumindest. Ja, sagt mir mal eure Meinung. Gerne. Freue ich mich. Ich antworte auf die Kommentare auch. Ich lese natürlich alles. Ja, wir sehen uns dann bei den DLCs wieder oder schaltet auch ein bei anderen Spielen wie Homeworld, Deserts of Karak. Läuft jetzt auch gerade bei uns seit letzter Woche im Let's Play und ist ein brillantes Spiel. Ist ungefähr genauso hübsch wie das Anno hier. Wir leben in tollen Zeiten. Echtzeitstrategiespiele sind so schön wie lange nicht mehr und ich freue mich sehr darüber persönlich, dass das Genre wieder einen kleinen Aufwind erlebt. So mein Gefühl, mein persönliches. Gut Leute, bis zum nächsten Mal. Ich war der Dennis, das waren die Spielkinder. Macht's gut!